Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved mit mir, dem Torben und dem Tobi. Hallo Tobi. Guten Tag. Guten Tag. Boah Leute, wir haben jetzt gerade so oft versucht aufzunehmen, aber Open Broadcaster Software hatte immer wieder einen Error, aber jetzt funktioniert es endlich. Schön, oder Tobi? Bist du dir sicher? Ganz sicher, ganz sicher. Ja Leute, wir sind wieder bei Ark und zwischen dieser Folge und der letzten Folge ist enorm viel passiert. Und es sind traurige Sachen passiert, ne Tobi? Mhm. Es sind traurige Sachen passiert, aber es sind auch teilweise schöne Sachen passiert. Ich weiß nicht, wie es uns jetzt... im Endeffekt geht es uns jetzt eigentlich besser als vorher, würde ich sagen. Ja. Also... Es besser gehen können, aber... Ja. Alles in allem haben wir einen positiven Verlauf zu verzeichnen. Genau, wir erzählen einmal kurz die Geschichte. Hier, seht ihr, steht nur noch ein Kano, und zwar ein Level 6 Kano. Beide unsere anderen Kanus sind draufgegangen, sodass wir uns dann 19 mussten. Die wurden von einem Bronto attackiert, warum auch immer, war irgendein Bug. Und beide draufgegangen. Vor allem die Bloody Mary, oh, so traurig, Level 31. Naja, egal. Dann, Tobis Raptor ist draufgegangen, als wir neue Kanus zählen wollten, kurz nachdem die anderen gestorben sind. Das heißt, Tobi musste sich 19, ist jetzt aber auch schon immerhin wieder Level 17. Die Angelina hat Gott sei Dank das Ganze überlebt. Und dann waren wir so frustriert. Also wir wollten uns eigentlich schon vorher auf Skorpionejagd begeben. Und dann haben wir einfach so unnormal viele Skorpione gezähmt, wie ihr hier seht. Das sind 6 Stück, 4 Weibchen und 2 Männchen. Und sogar ein Level 42er Skorpion ist dabei. Und sonst ein 24er und ein 23er. Also ziemlich krasse Skorpione. Die sind echt richtig geil, haben wir schon ein bisschen mit rumgespielt. Dann haben wir uns Raptoren gezähmt. Noch 5 andere, also insgesamt haben wir 7 Raptoren, die eigentlich hauptsächlich zum Eierlegen da sind, und sonst können wir die hinterher als Rudel irgendwo drauf hetzen. Und ja, dann haben wir noch Stego-Sattel gemacht, das heißt, wir können wir können unsere Stegos jetzt reiten endlich, und das sind so unnormal krasse Farmtiere. Also der Trike war ja schon nice, aber die Stegos, die sind nochmal ein Kaliber über dem Trike. So. Und Leute, die positivste Nachricht. Guckt euch das Paradies an. Also dieses Tal. Seht ihr noch irgendwo eine rote Wolke rumschwirren? Nein, seht ihr nicht. Denn der Alpha Raptor ist einfach weg. Wir kamen wieder von unseren Skorpion-Zähmer-Aktionen-Scheiße. Und der Alpha Raptor ist nicht mehr da. Und das ist wohl das Beste. Na Tobi, da sind wir doch glücklich. Ja. Jedoch haben wir jetzt in unserem schönen Tal hier einen Sarko rumliegen, und da haben wir uns gedacht, wenn der schon mal hier rumliegt, wartet ihr doch eigentlich nur darauf, gezähmt zu werden. Wir gucken mal, was für ein Level der ist, würde ich jetzt mal sagen. Und dann gucken wir mal, dass wir den zähmen. Weil der kann auch gut im Wasser schwimmen. Ich guck mal ganz kurz ab, was für ein Level so ein Sarko-Sattel ist. Okay, Moment. Sarko. Also zwei Raptoren müssen wir noch benennen, weil der Rest, die Skorpione haben jetzt auch neue Namen, die zwei. Ah, nice. Die heißen Mystic, Tobi, und Light. Tobi, weißt du was? Ja. Du kannst sogar schon Sarko Sattel machen. Oh lol. Das ist geil. Raptole. Oh ne, es wird Nacht kommen, dann lass es beeilen. Ja, komm, los geht's. So. Hast du genügend Steine? Ja, 26, das reicht. Jetzt ist die Frage, ich würde da nicht runterspringen. Hier oben abstellen. Ja, okay, ich pack meinen hier hinter das Tor. Ja, nee, warte. Und dann setzt den auf passiv. Oder neutral. Ja, okay. Tobi, der ist nicht schnell, den können wir so machen. Ja? Bin mir ziemlich sicher. Ich weiß ja nur, was das Krokodil ist. Moment, ganz kurz. Neutral, passiv. Tor wieder zu, ne? Alles klar. Gesundheit. Tut mir leid. Macht nichts. Ich glaube sogar, der Stuck, das heißt, es sollte relativ easy werden. Oh, er hat uns schon. Welches Level ist er denn? Hallo. Tut mir nichts. Ja, warte, dann lass nicht zu viel draufballern. Einfach Top hochgehen lassen. Ja, das passt. Das ist ein fettes Vieh. Ein Level 9. Schön. Ja, Leute, das ist doch mal ein easy zu zähmendes Vieh hier. Das ist irgendwie traurig. Ich hatte mir das cooler vorgestellt. Ja, aber der ist cool, weil der ist im Wasser vor allem auch richtig schnell. Okay, tot. Ja, betäubt. So,
Sollen wir Primate holen für den? Wenn du mir sagst, wo wir welches finden? Ich glaube, vor dem Eingang, da waren Stegos eben. Wenn da der Rex nicht gewütet hat, weil vor unserem Eingang steht halt immer noch ein Rex. Aber wir können ja mal kurz nachgucken, theoretisch. Zack. Moment, ne, welches Kibbel hatte der nochmal? Ach, von einem Trike. Ja, okay, das können wir noch nicht machen. Aber Leute, wir stehen, also wir haben jetzt auch, sind soweit, dass wir einen riesigen Fortschritt haben können. Nämlich ist der Tobi Level 35, Level 36 und ab Level 35 kann man Flugsaurier reiten. Das heißt, wir werden uns jetzt in der nächsten Folge wahrscheinlich dann auch einen Flugsaurier zähmen. Heute treffen wir dann noch neben dem Zähmen da die Vorbereitung dafür. Und dann ist es nächste Folge soweit. Und das ist ein ziemlich großer Fortschritt. Jo. 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 Pass auf den Rex hier auf, ne? Ich bin nicht gerade der Schnellste gerade. Alter, ich habe 480 Leben auf dem Raptor. Wie viel hast du? 450. Deswegen, ich wollte gerade sagen, der ist mega gut geworden, der Raptor. Ja. Der ist jetzt schon besser als Greenie fast. So, was? Ich bin zu langsam. Ich will irgendwas wegschmeißen eigentlich. Hier Charcoal. Charcoal kannst du wegwerfen. Ja. Das sollte dann auch schon mal reichen fürs Erste. Ja gut, ist nicht viel schneller, aber... Wir sind Veteranen, oder? Ja gut, die geben halt kein Primate, leider. Leider. So, pass auf den Rex auf, ne? Der war hier eben links. Ja, deswegen... Da steht er, glaube ich, noch. Oh der Gott. Fightet, oder? Gerade kurz Standbild. So. Ja, der fightet gegen irgendwas Großes. Konnte ich... Oh ne, er steht da nur. Die Stegos leben noch, aber da steht der Rex halt so blöd. Oder ist der Rex stuck? Ich würde es aber dann... Da hinten sind Raptoren. Warte, wir können das Stego 4 mal zu uns locken. Ja, stimmt. Bleib du mal da. Ja. Ja, stimmt, der Rex stuck da hinten. Okay, ich hab den Auer, Stego. Ja, aber ich glaube, der stuckt auch. Ja, egal, dann lass. Ne, warte, der befreit sich. Sicher? Ja, der kommt. Okay, dann lass den eben schnell killen, solange der Rex auch noch beschäftigt ist. Ich greife von vorne an, da macht er nämlich keinen Schaden. Ja, Hauptsache du machst. Ah, den kriegen wir schnell. Ja. Okay, nice. Ach, sehr gut. Ja. Hast du Primate? Ja, 1. Okay, dann lass zurück, oder? Ja gut, 1 ist nicht besonders viel, aber ich habe halt auch ein bisschen Angst vor dem Rex. So, 500 Leben. Nice. Ja, wollen wir zurück oder erstmal? Lass zurück. Ja, lass zurück, komm. Ein Primate, dann hat er immerhin, Fackel. Oder Gamma. Fackel. Halt. Wow, Alter. Ihr seht auch schon wieder, hier sind Bäume wieder gewachsen. Die müssen wir mal irgendwann, wieder alle wegmachen. Ja. Ja, falls wir uns mal wieder... ist das so ein natürlicher Schutz. Ja, das stimmt schon. Bis wir das Tor haben. Das stimmt schon. Um das Tor zu bauen, können wir hier Holz hacken. Ich hätte nur gesagt, wenn wir halt wieder einen großen Dino anschleppen wollen. Ja, haben wir im Moment nicht vor, der Kanu. Nee, das stimmt. Hat er ja auch irgendwie durchgepasst. Ja, der Kanu ist ja auch nicht so besonders groß. Ja, wow. Womit rechnest du denn, mit dem T-Rex oder Pronto? Nee, ich dachte jetzt so an Stegos oder so halt. Aber brauchen wir ja gar nicht mehr. Wir haben ja 3 Stück, Leute. Standbild. Okay, nice. Und die können wir... Sehr schön. Und die können wir ja jetzt sogar reiten. Na gut, da liegt das Vieh immer noch. Na. Haben wir übrigens 23 Metal Ingots. Sehr schön. Ich beleuchte das hier mal die Stelle. Zack. Gut. Sarko Level 9. Mal gucken, was der so dazu bekommt. Willst du das schon reintun? Mal gucken. Ja komm, scheiß drauf, pack einfach rein da. Ja, Primate. Ja, genau. Aber direkt mit dem anderen Meat, Tobi. Warte. Nicht nochmal den Fehler machen. Okay, ich dachte, ich hab nicht das Primate. Achso, Moment, warte. Das ist in meinem Raptörchen. Da ist es. So, okay. Ich leg jetzt rein. Pack rein. Gut. Perfekt. Oh nice, cool. Plus 4 Level. Immerhin. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir den mal zähmen und kümmern uns schon mal um die Vorbereitung für den Flugsaurier, oder?
Ja, ich lerne mal einen Sarko-Zettel, ne? Hab ich einfach mal. Ja, mach das mal. 200, Also. da braucht man Cementing Paste. Ah, okay. Wir wollen nehmen, aber ich glaube, so schwer. Wir können ein bisschen was machen, glaube ich. Wie viel braucht man dafür? Hatte Chitin, Keratin, 75, krass. Oha. Nee, also für einen Pteranodon-Zettel. Da müssen wir uns ja jetzt erstmal drum kümmern. Wir brauchen 460 Hide, 250 Fiber und 150 Chitin oder Keratin. Okay. Was wir zuerst allerdings brauchen, weil wir wollen den Petranoder mit Kibbel zähmen, ist so ein Cooking Pot. Dazu brauchen wir 75 Stone, sollten wir haben, 15 Thatch und 5 Flint. Das sollten wir eigentlich alles hier in unsere. Wir haben hier nämlich unser Haus noch ein bisschen weiter eingerichtet, wie ihr vielleicht schon seht. Setz den Cooking Pot nach draußen, oder? Sonst wird das Nein. hier zu voll irgendwie. Den packe ich neben das Bett oder also irgendwo da hinten hin, Na oder? gut. Da so, Kevin konnte auch wieder aufleveln. Wow, Flint habe ich vergessen. Flint, da. Craftables, Cooking Pot. Doch natürlich Dann. einen Kühlschrank erleben noch. Wie Und bitte? unseren neuen. Ach, unsere natürlichen Kühlschränke meinst du, hast du gesagt. So, einmal Vaporized alphabetisch. Raptor Egg. Oh, jetzt habe ich wieder ein Upgrade. Melee Damage habe ich jetzt schon 190. Wir Und haben bin auch übrigens mal zwei Level Pteranodon 30. Eggs, ne? Ja, aber was willst du mit denen, ne? Vielleicht hat hier irgendjemand als. Ah, ich kann jetzt auch so einen Doedekurus-Sattel machen. Und einen Stegosattel. Und die Pistole. Und einen Sword. Ein Sword. Ein Wort. Und einen Metal Shield. Was ist Megalokerus? Weiß ich jetzt gar nicht, du. Ein Stone Fireplace. Tom, siehst du Ne. überhaupt was? Also als Tipp. Ich war im Inventar. Achso, okay. Nee, Ne. weil du musst bedenken, genau auf neues Normal ist um 200% unklar. Eine Katapult-Turret können wir auch schon machen. Aber von den Ressourcen halt noch nicht. So, erstmal jetzt der Cooking Pot. Wo stellen wir den hin? Sollen wir den hier in den Raum stellen? Irgendwie? Hier, Oder hier wo neben ich stehe. dieses. Hier, wo ich stehe. Wo stehst Oder? denn du? Ja, hier. Da? Ja, da willst du ihn hinstellen? Ich würde ihn dahin stellen, fast. Oder hier so, keine Ahnung. Oder hier, mach mal hier. Ich weiß nicht, wie groß Okay. der ist. Dass hier auf jeden Fall Geh. noch genug Platz ist, also Ja. vor dieser Wand. Mache ich. Der muss nur ein bisschen. Der ist schnell obstructed. Ah, komm. So ist das nächste, was ich dran machen kann. Klong. So war das nächste, was ich an die Wand machen kann. Lol. Okay, dann hätten wir ihn vielleicht nach außen stellen sollen. Ja, kann man ja hinterher nochmal umplatzieren. Ja So. gut. Ich habe da auch schon ein paar Rezepte für. Ja. Ja, Was sind für tatsächlich. Rezepte? Ach ja, da, ne? Hast du recht. Da Habe ist ich auch auch mal gesehen Medizin und letztens. sowas. Und ihr seht schon, Leute, hier, Tyrannosaurus Arme haben wir und ich habe so einen Rexbone Helm, weil wir haben einen toten Tyrannosaurus gefunden und den konnten wir noch looten. Haben wir uns mal so ein bisschen, ja. Mit dem Chili kann man irgendwas machen, glaube ich. Energy. Ja, das regeneriert, glaube ich, Stamina. Und diese Endurus, du. Wobei, vielleicht ist. Bisschen Macht mal die. Medizin, Also, ja, Stamina, hier haben wir auch das könnte helfen. so ein Medical-Ding. Das. Das ist ganz praktisch, vor allen Dingen, ich glaube, das kostet nicht so viel. Ne, zwei Handful of Tintoberries. 1,5 Dollars of Narcotic. Submerge in Water. Cook in a Cooking Pot. Two Aber handful egal. Tinterberries and 1 dollops of narcotic. So, wir brauchen. Nice. Für das Petranodon brauchen wir Dodo-Kibbel. Das heißt, wir brauchen Ich komme ruhig um Dodo-Eier, die haben wir Seite noch, hier. sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, ist kein Problem. Wir brauchen Fiber. Warum? Hä, war hier gerade ernsthaft? Ah, ne, ist was Bugbear oder gut. So. Fiber. Eins. Eins. Kannst du mir ein bisschen Fiber abgeben? Ich brauche, glaube ich. Gleich, ich muss eben craften. Ah, ich habe Dann Fiber, haben wir okay. nämlich schon die Ne, Seite. ich hab, es ist gut. So, Fiber. Dann brauchen wir Major Berries. Sollten im Kühlschrank sein. Cool.
Wo hast du die Major Berries hingetan? Die waren noch mal alle im Kühlschrank. Ja, Hast die du in die sind Dodos? jetzt immer hier Kühlschrank Ah Dodo. ja. Okay. Ich brauche noch Chitin Die und haben sogar schon wieder Keratin. ein Ei gelegt. Brauche Chitin. Chitin, Keratin. Chitin Keratin. Ich habe Naja, du noch musst mal dran drei denken, deinen Keratin. Raptor mal zu lernen. Ich habe noch drei Keratin. Zu So, spoilen hier. Major Berries, dann brauchen wir einen Wasserschlauch. Und was brauchen wir denn noch? Was habe ich eben noch mal gesagt, Tobi? Weißt du das noch? Tatsächlich nicht, nö. Major Berries. Also schon mal Feuermaterial. Ich habe noch Major Berries hier irgendwo reingelegt, ne? Ne, Major, ach, die Major Berries habe ich schon. Dann Zu nehme viel ich mir mal Chitin hier oder ein paar Keratin drin, ne? Dodo Eggs. Rinder. Ich mache jetzt 100% Schaden. Eigentlich können wir mal alle Dodo Eggs hier nehmen und da reinpacken. Dann brauche ich ein Wasser. Also Wasser brauche ich. So, das müssen wir uns mal kurz hier. Hier haben wir auch jetzt Acroberries. Die können wir hier schon immer ernten. Ja, das war jetzt der Wassertank. Also ich Ihr könnte jetzt seht, schon auch sieben Large Crop Stück. Pot, Alter. Large Crop Pot. Ja, nice. Dann müssen wir uns mal diese fleischfressende Pflanze besorgen. Und ich könnte eine Ghillie Suit machen, aber. Ja, die braucht man aber eigentlich nicht. Die ist im PvP vielleicht gut, aber hier nicht. So. Metal Door Frame. Gut, dann haben wir schon mal das Wasser. Grenade. Oh, dich unterbrich ich gerne. Ich weiß gar nicht, fehlt mir jetzt noch was? Ich muss einmal ganz kurz auf dem Handy in der Ark-Wiki gucken. Ist natürlich doof, wenn man sich sowas nicht merkt. So, Gott sei Dank ist sie schon geöffnet. Und dann Dodo Kibbel. Okay, suchen wir nach Petranodon, weil ich weiß nicht, das ist. Dodo Kibbel hat ja nichts gefunden. Kibbel Dodo Egg. So, was brauche ich? Eine Rockerod brauche ich doch. Stimmt. Ja, okay, dann können wir noch. Also sind wir noch nicht so weit, dass wir es hier tatsächlich machen können. Lassen wir alles mal hier drin. Packen die Lassen. Dodo-Eier wieder hier rein. Und jetzt brauchen wir tatsächlich. Wenn du willst, kannst du direkt mal einen Large Crop Plot machen. Oder, obwohl, wir können eigentlich die eine Narcroberry-Pflanze rauspacken, oder? Nein, warum? Ich weiß Hä? nicht. Also, wir müssen auf jeden Fall jetzt Möhren ansehen. Ach so, ja gut. Dann warte, ich kümmere mich um Large Crop Pot. Bevor wir die Kriegt 4 Level noch dazu, das ist gut. Viecher dann machen können, die Also, das Kibbel. Ette hier ist bei der Hälfte fast. Okay, sehr schön. So. Sollen wir unsere Farm hier oben bauen, ne? Ich weiß es nicht, da hatte ich jetzt erstmal Wobei. Wasserleitung hingelegt. Ja, hinterher lass uns die mal runterpacken, aber erstmal. Also, dann lerne ich jetzt Large Club. Na, weiß Nein, Bescheid. mach erstmal noch ein Medium. Ja, ich kann aber auch schon Large. Ja, aber das bringt nichts, weil den machen wir hinterher sowieso nochmal kaputt. Der nimmt viel zu viel Platz da oben ein. Lern erstmal So. Medium. Lern Medium. Trust me. So, Okay, ich brauche nee. 40 Wood. Okay, ich brauche viel Stone. Brauche Sollst du? Steine. Torben, ich brauche Steine. Bitte in der Okay. Kiste. Ich hab keine mehr. Gar keine? Nee, der Cooking Pot hat 70 verbraucht. Was? Müssen wir farmen gehen? Warte. Ja, ich kann jetzt Okay. eins halt nur machen. Dann habe ich Stone. Ja, das passt doch erstmal. Ja, ich gehe trotzdem ein bisschen farmen. Ja, aber Holz und Stein. dann mach das schon erstmal. Dann kümmere ich Ja, mich habe hier ich nämlich doch. drum. Alles gut, Achso. alles gut. Nicht aufregen. Alles klar. Alles wird gut. Alles wird gut. So, du kannst ja jetzt sogar theoretisch hier unten wieder farmen gehen. Alter. Oh, Junge. Alles klar. Hi. Herein. Heraus, meine ich. Wo ist denn Croplot? Setzt du den schon? Ich bin dabei, wenn du mitkommst. Ja, ich hole eben noch mal, vielleicht brauchen wir noch eine Wasserleitung, weißt du? Nö, nö, brauchen wir nicht. Nee? Nee, wo soll ich denn hier? Guck mal, wo bist denn du? Ja, Moment, ich komme. Setzen einfach mal direkt hinter die beiden, weißt Direkt dahinter? Gut. du? Ja. Hab ich. Nice.
Ja, irrigated, nice. Sehr schön. So, kein Problem. Ja, Leute, das bist du, ich dachte, da steht ein Baum neben mir. die Samen habe ich dabei. Da brauchen wir einen. Und dann kommt der Dünger rein. So, schon gesät. Ach, da sind hier noch Small Crow Plots, ne? Okay, ja. Die sind schon bereit. Also, wir müssen mal echt so ein Fertilizer-Kompost-Bin-Scheiß machen. Ja. Damit wir nicht immer mit aber der Kacke. Aber du möchtest, kannst du dich eigentlich drum kümmern, oder? Okay, mach ich mal. Weil so, ich nehme dann zwei Stegos mit und. Ja, mach das. Und nimm den Kanu mal zur Sicherheit mit. Quatsch. Ja. Okay, ach ja, stimmt, du bist doch hier unten im Tal, ne? Ja, dann. Dann ist es chillig. So, Kackwendekreis. Komm schon, gib Gas, Stego. Wir wollen eine Kompostbin machen, das heißt, wir brauchen 50 Wood, 15 Thatch und 12 Fiber. Wieso hat der denn schon wieder so viel geladen, Mann? Ich krieg die Krise hier. Ich hatte Wood, alles geordnet. Thatch. Welcher denn? So ein Stego? Ich habe nichts in den Stego reingepackt. Doch, das sind noch die Seeds von letztem Mal und so. Ja, wow, das ist ja wohl nicht viel. Da. So. Aber warte, jetzt solltest du mir nicht folgen. Wie macht man... Oh, ne. Doch, U kann ich drücken. No. Nur nicht J. Dran denken. Ja, genau. J, sonst sind auf einmal alle bei dir. Da hinten ist auch ein lilanes Licht. Möchtest ja, du das ist aber 35. Ja, Tom. Ich bin höher. Richtig, stimmt. Du bist 35, ne? 36 oder so. Ja, stimmt. Unsere Kompostbin packe ich erstmal hier hinters Haus. Ich habe wieder 5 Narcotics gemacht. Wobei, ne, das stinkt zu sehr sonst hinterher noch. Pack ich mal hier hin. Zack. Sehr gut. Dann kann man hier jetzt nämlich wunderbar die Kacke reinpacken. Braucht Thatch. Und ich brauche noch eine Kacke, weil dann wird aus einer aus drei Kacke und ein bisschen Thatch Fertilizer. Hier. Mhm. Rainer hat geschissen. Sehr gut. Dann können wir uns eigentlich mal auch so ein Kackvieh holen, weißt du? Dieses, dieses Schwein, was nur zum Kacken da ist. Ja. So. Machen wir doch voll viel durcheinander. Aber passt schon. Ja, das. Aber es hat ja alles jetzt mit den Vorbereitungen zu tun. Ja, auf, für Pteranon und Zettel brauchen wir noch Keratin, beziehungsweise. Wie heißt das? Chitin? Ja, genau. Mhm. So. 19 Narcoberries habe ich nochmal geerntet. Das läuft auf jeden Fall. So, ich komme gleich mal hinterher. Ich öffne das Licht, okay? Ah, ne, kann ich ja gar nicht. Oh, die Dodos können ableveln. Alle auf Gewicht. Gewicht. Wieso hat der Stego Probleme beim Tor durchlaufen? Weiß ich nicht. Die Narcobrace verwandle ich mal direkt in Narkotik. Nach Sticks. Insofern. Das dann geht. Drugs. 3 Stück. Dann haben wir wahrscheinlich kein Meat mehr. Passt schon. Ja, wie kein Meat? So. Kein Spoiled Meat. Lol. Das war ein nice Standbild in der Luft. Euch kann man nicht mehr upgraden. Nein. So. Na komm her, Greenie. Wir gehen mal kurz zum, hinter dem Tobi her. Willst du eben das Leuchtfeuer aufmachen? Weil in Niederland ist es gut. Ich bin mal eben auf der Überholspur. Also, wir haben die Befürchtung, dass der Alpha Raptor halt da hinten irgendwo ist. Deswegen müssten wir da eigentlich auch mal so schnell wie möglich ein Tor hinbauen. Chitins Chestplate. Richtig gut. Wow. Warte, komm her. Ich gebe dir die direkt mit. Okay, pack mal hier ein. Packst du doch. Ein Blueprint dafür. Angelina ist auch noch. Wieso folgt ihr mir, Tom? Kommst du mal her? Ja. Obwohl, ja, ist egal, sonst nehme ich die zum Reiten, passt schon. Gute Frage, warum die dir folgt. Ich hab's nicht. Was wollte ich fahren? Den Trike, warum hast du den Trike mitgenommen? Hä? Weil der Trike. Oh ne, dann ist er mir gefolgt. Weil ich J gedrückt hab. Scheiße, guck mal, welch. Oh wow, Tobi, hab dir doch gesagt, nicht J drücken. Ich hab das von hier gemacht. Also von der Hälfte. Deswegen dachte ich eigentlich, das passt. Wow, okay. Oh ne, zum Glück sind nur die beiden gefolgt, ey. Na gut. Willst du auch Holz farmen? Wenn du nichts zu tun hast, oder Stein, meine ich.
Wenn nichts zu tun ist, kannst du gerne Steinform. J darfst du nicht mehr drücken. Das ist eine böse Sache. Ja, gut. Aber ich dachte, das reicht halt. Ja. Ohne Entfernung, so. Was ich mache, ist, ich wollte gerade noch irgendwas. Wollte ich gerade noch irgendwas machen? Hier wächst das, okay. Hier entsteht bestimmt Fertilizer. Sollte so passen. Ja, ich denke. Achso, ich wollte den beim Sarko gucken gehen. Okay. Und dann holen wir gleich drei Horn ab und gehe auf der anderen Seite nach Stein und Holz vor. Okay. Mache ich hier die Seite. So, Sarko. Wie sieht's denn bei dir aus? Ach, er ist ein bisschen über der Hälfte, Alter, krass. Hier, friss mal ein Narkotik. Zwei. Noch vier Level kriege ich dazu. Das sieht nicht nett aus, das Vieh. Also mit dem wird man wohl gut die Fische in unserem Teich farmen können. Da ist ein Raptor, der greift Dreihorn. Alles klar, dumme Idee, Raptor. Schafft er easy. Stell dir vor, der Alpha-Raptor gewesen, ey. Willst du eben abfahren? Ja, mach ich. Und Dreihorn mal mitnehmen, weil der ist da ein bisschen stuck. Ich farm auch mal ein bisschen Holz. Und Stein. Stein ist sogar noch wichtiger. Das ist das Traurige. Aber warum nicht das ganze Holz hier mitnehmen, ne? Ja, brauchen wir so viel Stein im Moment? Ja. Wofür? Für alles. Ich wollte irgendwas Wichtiges craften. Ach ja, für Medium Cropplatz und so. Okay. Und hast du eigentlich schon die Petranodon-Sättel gemacht? Nee, da fehlt mir Chitin und Keratin. Okay, stimmt. So. Komm mal her, Dreihorn. Ne, das ist Greeny. Das ist Dreihorn. So. Oh, Stonehenge ist kaputt. Kann sie gerade auch nicht reparieren, was fehlt mir? Wahrscheinlich Flint. Jo, aber ist kein Problem. Hab immer den Metal Pick dabei und geh mal kurz hier an den Stein. Okay. Die haben wir nämlich auch bekommen. Habe ich, glaube ich, schon erzählt, oder? Tatsächlich weiß ich das nicht. Ich auch nicht, aber bestimmt. So. Holz, Holz, Holz. Und ein bisschen Thatch. Komm mal her, drei Hörnchen. Ach so. Nochmal nach, warum? Ich will doch drei Horn. Sticks. Zack. Okay, dann mache ich jetzt mal hier den Stein weg. Ach, Kacke, mir fehlt Fiber. Kann Stego Fiber farmen, weißt du das? Nee, kann er nicht. Das musst du noch mit der Hand ernten, bis wir so einen riesen Affen haben. Ich würde ja jetzt gerne eine Sichel haben. Ja, stimmt, die farmt auch Fiber. Die farmt Fiber, soll ich die mal eben lernen? Farmt die Fiber oder farmt die Dedge? Nee, Fiber. Ich bin ziemlich sicher. Okay, ja, stimmt. Ja, macht. Ja, die farmt Fiber. Nee, da muss ich aber Metal Hatchet und Metal Pick auch noch lernen, Alter. Das kostet wieder so übel viele Level. Soll ich das lernen? Ja, ich mach schon. Ich hab jetzt schon gelernt. Da war schon. Ach, da brauche ich auch eine Smithy. Okay, dann folgt mir keiner mehr. Dann nehme ich Angelina.
weite ganz schnell hoch und crafte mir so eine. Wir brauchen nämlich eh wieder Fiber, wir haben nichts mehr. Ja, ja. Geil. Zack. Weapons, Illy. 18 Metal Ingots, lol. Ja, die sind krass. Voll krass. Ja, egal, dann wird sich das wahrscheinlich lohnen, nehme ich an, ne? Jo. Das Reparieren ist dann ja natürlich nicht mehr ganz so teuer. Dann blieben wir mal offen, ey. Da ist ein Dilo, der da rumläuft, oder? Ja. Zack. Hier, nimm mal wieder 75 Holz, 10 Stein. Raptor. Mach mal 3 Horn. Very good. So. Ja, 27 Fiber. Ah. Ich fand definitiv Fiber. Ja. 100 Fiber. Damit haben wir auch schon eine Sichel. Wir machen echt viel durcheinander. So, jetzt in der Zeit mal eben 270 Fiber. Ja, ja. Ja, ja. Ja, die ist krass. Oh, sorry, Greenie. Hast einen kleinen Hit mitbekommen. Greenie 2.0. Ja, ja. Ja. Du darfst dein Andenken nicht beschmutzen. Oh, der kriegt nur noch 3 Level. Ja, aber wie weit ist der? 3 Viertel. Okay, dann denke ich, bleib's dabei. So, der Trike ist auch voll mit ca. 400 Holz, glaube ich. Komm hinterher. 400, ich habe schon 500. Na ja, gut, ich habe später angefangen und das Vieh ist natürlich... nicht so heftig wie die Stegos. Aber ich hab schon hier angefangen. 1, 2, 3. Ah, nochmal 4. Ach, du folgst mir auch noch, Raptor. So, dann reiten wir mal das Ding wieder rein. Oh Gott, jetzt ist es zu langsam. Follow me, Trike. Ja, sehr gut. Ja, ich bin dehydriert. Ups. Okay, Trikey ist drin. Dann schließen wir mal hier das Tor. So ist es. So, hoch. Und dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle auch mal die Aufnahme. Wir haben... Okay, dein Raptor stellt sich zu den anderen Raptoren, alles klar, das will ich nicht. Ah, wie soll ich das? Du wolltest irgendwas sagen. Ja, ich wollte die Aufnahme beenden. Aber okay, ich möchte dann sag doch einfach beim nächsten Mal, seht ihr dann wieder aufwachen. Nein. Dann nicht. Ich möchte den Raptor hier wieder umstellen, dein. Der macht nämlich, was er will. So. Okay. Ja, Leute, das heißt, wir haben den Sarko da unten, sind wir am Zähmen. Dann haben wir wieder ein bisschen Holz gefarmt. Der Alpha Raptor ist nicht mehr da. Ihr seht, das Tal ist jetzt wieder leer. Und haben wir sonst noch was gemacht? Richtig, wir haben die Vorbereitung für das Dodo-Kibbel da erledigt. Das heißt, dass wir das Petranodon zähmen können. Ja, warte. Und eine Kompostbin und halt hier die Karotten angepflanzt. Sehr schön. Dann soll ich jetzt noch einmal zu Tobi. Was ist denn Tobi? What's up? Alter, es laggt mega. Ernsthaft? Jetzt habe ich das Gefühl, dass mein Internet... Nee, mein was Internet ist, denn? Ist gut. Was ist denn los?
Was wolltest du mir Ich zeigen? weiß es nicht. Ja, ich bin vom Server geflogen. Dein Internet anscheinend. Okay. Dann Ja, beenden wir jetzt egal. einfach die Aufnahme. Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein. Bis morgen und ciao.